Meine Identität ist einfach nur Mensch. Ich bin aufgewachsen in einer Familie mit einem Weltbild ohne Grenzen. Ich will weder über mich sagen, dass ich komplett deutsch bin, noch will ich über mich sagen, dass ich persisch, turkmenisch oder was weiß ich bin. Ich bin einfach nur Parshad. Ich bin Parshad, bin 24 Jahre alt, bin Entertainerin und komme aus Frankfurt. 06069, Frankfurt! Meine Eltern, beziehungsweise meine Mutter ist, glaube ich, vor 25 Jahren nach Deutschland gekommen. Sie ist geflüchtet vor der politischen Lage dort, die damals herrschte, und auch vor den ganzen Kriegserlebnissen und hat sich einfach ein besseres Leben erhofft gehabt, zusammen mit ihren Geschwistern hier. Und die sind alle zusammengekommen und haben sich allen ein sehr, sehr schönes Leben aufgebaut in Deutschland, wie ich heute mittlerweile sehen darf und kann. Ich bin die Cousine von Parshad. Ich habe eine sehr, sehr tiefe und innige Beziehung zu ihr. Und ich durfte ihr den Namen geben. Seitdem ist sie auch die Cousine. Und mit dem Finger drauf. Die Cousine. Ich bin Parshad. Funk zwingt mich gerade, diesen Trailer zu machen. Ja, Leute, was soll ich noch in diesem Trailer sagen? Bilder sprechen mehr als 1000 Worte. Ich krieg so einen Upturn auf solche Sprüche. Ich will YouTube Deutschland aufpimpen. Zusammen mit meiner geilen Crew. Nein, du wirst keine Videos von mir sehen, in denen ich Fashion, meine Familie, meine Beziehung oder sonst was zeige. Es wird lustig, laut und cringe. Ich liebe cringe. Das erste Mal wurde ich darauf hingewiesen, dass ich angeblich entertainhaftes Blut in mir hätte. Da war ich in der Mittelstufe und ich war jetzt nicht so ein typischer Klassenclown, das jetzt nicht. Und viele haben mich auch anfangs dafür gemobbt, meine Klassenkameraden in der Mittelstufe ab der 7. Klasse, dass ich ja ADHS hätte, was eigentlich gar nicht dem so war, sondern ich war ein sehr, sehr fröhliches und aktives Kind und meine Mutter hat mir auch erzählt, dass ich im Kindergarten schon Kameras hinterhergerannt bin und unbedingt immer vor Kameras stehen wollte. Ich habe mich für das Politikstudium entschieden gehabt, weil ich unbedingt was am System, an der Regierung in Deutschland ändern wollte. Irgendwann aber, so mit dem Alter, habe ich gemerkt, dass es nicht das ist, was mein Herz will. Obwohl mein Herz Veränderungen möchte, aber ich habe relativ schnell und sehr, sehr frustrierend bemerkt, dass ich es mit meinem Hintergrund nicht einfach habe, weder in vielen Schichten ernst genommen zu werden, noch irgendwie angenommen zu werden. Als ich mein Studium abgebrochen habe, hatte ich das Gefühl, versagt zu haben. Und ich habe es ja nicht nur einmal abgebrochen, sondern zweimal. Das heißt, da war ein Wille, aber es sollte einfach nicht mein Weg sein. Bin ich auf Enisa Amani gestoßen, auf Stand-Up-Comedy gestoßen und hab sie gesehen und in mir, das ist nicht gelogen, in mir ist irgendwas explodiert und ich dachte mir so, ey, das will ich machen. Meine Mutter kann auch nicht das Wort Sex sagen. Für sie ist das Wort Sex so ein richtiges Tabuwort. Das sollte eigentlich verboten werden für sie. Immer wenn ich versuche, so ihr das zu erklären, dann möchte sie nichts davon hören. Und wenn sie versucht, mir zu sagen, was es ist, zum Beispiel, bestes Beispiel, sie hat letztens eine Serie geguckt und sie wollte mir sagen, ja, Parshad, die Serie war sehr gut, aber da gab es zu viel. Und dann versucht sie, das Wort mit Mimik und Gestik so zu überspielen. Aber da gab es zu viel. Und ich bin so scheiße, gell? Ich sag immer, was gab's so viel? Ich weiß nicht, was du meinst. Und die krampft sich da eine halbe Stunde einen weg. Was sie sagen kann, ist aber das Wort Techtelmechtel. Ich bin halt heimlich, ohne dass meine Familie was davon wusste und erst recht nicht meine Mutter, die durfte gar nichts davon erfahren, bin ich heimlich auf so Stand-Up-Bühnen gegangen, auf Open-Mic-Bars. Bin mal vor 5 Leuten aufgetreten. Mein erster Auftritt war auch vor 5 Leuten, aber 2 davon waren meine besten Freundinnen. Dann ist mir aufgefallen,
Wenn du Stand-Upperin werden willst, Entertainerin werden willst, brauchst du erstmal eine kleine Gemeinschaft, eine Fangemeinschaft. Wie macht man das am besten heutzutage? Klar, Social Media. Ich bin ja auch ein Teil von Generation Z. Wir sind ja aufgewachsen mit dieser ganzen Digitalisierung. Deswegen habe ich meine Privilegien einfach genutzt und gesagt, wie wäre es, wenn ich so Themen, alltägliche Themen, Themen, mit denen sich alle Menschen so identifizieren können, so in Comedy verpacke und das auf Social Media veröffentliche. Dann kam eine neue Plattform. Kaum ist Instagram da, schon ist TikTok da und Instagram entwickelt sich gerade zum neuen Facebook und dann habe ich versucht gehabt, meine Inhalte TikTok anzupassen. Also ich fahre so einen mehrgleisigen Film. Ich mache Sketche auf YouTube mittlerweile in Zusammenarbeit mit Funk, aber habe noch meine Social-Media-Karriere, die auch noch weiter vorangeht. Und ich bin auch darauf vorbereitet, wenn nächstes Jahr eine neue Plattform kommt. Man muss mit all dem vorbereitet sein. Social Media ist eine Bühne, eine große Plattform für verschiedene Meinungen, aber auch eine sehr, sehr gefährliche Bühne, wie ich es auch in meiner Free-Life-Crisis bemerkt hatte. Und zwar werden da Ideale gezeigt oder irgendwelche Vorstellungen oder irgendwelche Realitätsbilder, die man meistens nicht erreichen kann. Für mich ist Social Media zu 80% auch mehr Schein als Sein. Mhm. Ich glaube, Social Media wird auch in Zukunft weiterhin einen sehr, sehr starken negativen Einfluss auf sehr, sehr viele mentale, labile Menschen haben, die sich dann anders entwickeln werden. Social Media ist einfach ein Fluch und ein Segen zugleich und es wird sich auch niemals ändern. Ja. Als ich dann angefangen habe mit Comedy, wollte ich nicht irgendeinen Film fahren, sondern einen Film fahren, der erstens mich ein bisschen beschreibt und ich habe auch mitbekommen gehabt, dass es anderen genauso ergeht wie mir. Und das habe ich einfach genutzt, damit wir zusammenfinden und darüber lachen, aber auch ein bisschen ernst sein können darüber, über solche Thematiken. Mit meinem Programm Free Life Crisis glaube ich, Erfolg zu haben, einfach weil das Themen sind, mit denen sich ganz, ganz viele identifizieren können. Leute, da dachte allen Ernstes, letztens ein Kanake, er könnte mich irgendwie klären mit seinem Asi-Akzent. Ey, komm mal her, Kleine, jetzt gib mal Nummer lang. Was dachte sich der Bruder? Dass ich mich umdrehe und direkt auf offener Straße gebe oder was? Immer diese Kanaken. Der ist super, den nehme ich. Super, Parshad. Ausgelutschte Witze über Kanaken. Einen ausländischen Akzent als asozial kategorisieren. Ganz toll. Oh fuck, das gibt's ja schon in der deutschen Comedy-Szene seit 20 Jahren. Was wird das hier überhaupt? Ich werde Stand-Up-Comedian. Wow, und ich werde Schauspielerin. Ehrlich? Nein, Parshad, wir leben in Deutschland. Hey, was hat das jetzt damit zu tun? Du willst Stand-Upperin werden? Schon mal gesehen, wie männerdominiert die Comedy-Szene ist und wie wenig Support die weiblichen Comedians bekommen? Ja, und deswegen will ich was daran ändern. Ich habe mich dazu entschieden gehabt, nicht wirklich diesen Ethno-Comedy-Film zu fahren, einfach weil ich mich als Comedian und als Person nicht damit identifizieren kann. Ich bin auch ein bisschen empfindlich, wenn es dabei geht, auf Kosten von Kulturen bestimmte Witze zu machen. Einige Witze feiere ich selber, sehr, sehr hart sogar, aber ich lese Sets oder sehe Auftritte von Comedians, bei denen ich mir denke, diesen Film fahren wir schon seit 20 Jahren. Musst du jetzt unbedingt einen Assi-Slang machen? Muss nicht sein. Wie ich mit Hass im Netz umgehe, ist mittlerweile sehr gut. Mittlerweile. Es gibt da zum Beispiel einen Beitrag, den ich gepostet habe, da hat ein Mann mir in der Sprachnachricht wirklich voller Hass gesagt, wie hässlich ich sei. Und ich habe mit Liebe geantwortet. Aber dann habe ich es irgendwann nicht mehr eingesehen und dachte mir so, nö, ich bin jetzt der Arsch, der ihn einfach postet. Hier, bitteschön. Wenn du Hass verbreitest, musst du auch Gegenwind einstecken können. Damals, in meiner Anfangszeit, konnte ich mit diesem Hate im Internet nicht umgehen, weshalb ich auch ein Jahr lang meine YouTube-Planung gestoppt hatte. Da war ich noch ein bisschen ein kleines Küken. Klar, das trennen uns jetzt von der damaligen Parshad oder der jetzigen Parshad trennen gerade mal so 3 Jahre, aber für mich fühlt es sich an wie 15 Jahre. Hate bekomme ich mittlerweile mehr, aber ich bekomme Gott sei Dank viel mehr, viel, viel, viel mehr Liebe als Hass.
Es gibt aber Hass, der Grenzen überschritten hat. Da hatte mir ein Familienvater mit seinem öffentlichen Profil, das ich auch dann direkt daraufhin gestalkt hatte, zwei Söhne, die mit ihm Fußball spielen, alles drum dran, er hatte mir gewünscht gehabt, dass ich auf offener Straße vergewaltigt werde. Oder es gibt auch natürlich auch Frauen, die schreiben, du wirst niemals einen Mann finden, so wie du bist. Aber mittlerweile ist mir scheißegal. Was es mit mir macht, wenn Parshad Hass bekommt im Netz? Es ist ein sehr, sehr emotionales Thema bei uns in der ganzen Familie. Also ich persönlich, auch Reste Familie, würden am liebsten zu demjenigen vor die Haustür fahren und dem erstmal zeigen, wer die Familie ist, ja? Dass er nicht so mit unserer Parshad reden darf, dass das nicht geht und dass erstmal Erziehung angesagt ist, höflich jetzt ausgedrückt. Vor ein paar Wochen habe ich eine sehr, sehr schlechte, diskriminierende, teils auch rassistische Erfahrung machen müssen mit einer Redakteurin von einem öffentlich-rechtlichen Sender. Nicht vom öffentlich-rechtlichen Sender selbst, sondern zwar von der Produktionsfirma und der öffentlich-rechtliche Sender hat diese Produktionsfirma beauftragt gehabt für eine Show. Ich hätte einen Gastbeitrag machen sollen über ein richtig wichtiges Thema, und zwar über Gender Gap. Und da war diese eine Redakteurin, die versucht hatte, das Thema uns ein bisschen näher zu bringen und auch die Vorstellungen. Parshad, guck mal, wir wollen, dass du, wir hätten gerne, dass du das machst oder vielleicht auch das. Und irgendwann ist sie komplett ausgeschwiffen von der Idee und hat angefangen, so Sachen zu sagen wie, guck mal, beim Thema Gender Gap ist es auch interessant, wie du als Person von außen, mit einem Blick von außen das Ganze betrachtest, weil wenn wir jetzt unsere deutschen Kartoffelmänner vergleichen mit euren Männern in so kosmetischen Hinsichten, dann ist es ja so, dass eure Männer sich ja viel mehr Zeit geben, und da ist ein Klischee, ein Ding nach dem anderen gefallen, und ich saß noch so richtig baff vor dieser Videokonferenz zusammen mit meinem Manager, und wir dachten uns so, nicht schon wieder. Dieses Gefühl von Othering und das Gefühl von Tokenism, diese Erfahrungen mache ich erst, seitdem ich Comedy mache, vor allem auch im öffentlich-rechtlichen Raum. Seit Jahren versuche ich zu sagen, ey, oder ich versuche es auch jüngeren Leuten mitzugeben, mit oder ohne Background, allen, wenn jemand fragt, woher du kommst oder was du bist, dann sagst du einfach, Mensch, ich bin alles. Warum kann man es nicht einfach dabei belassen? Wir kommen schon Gott sei Dank aus einer sehr, sehr offenen und toleranten Familie, so dass wir gar nicht so diese Problematik bzw. diese Herausforderung, die jetzt vielleicht andere Familien haben, hatten wir Gott sei Dank nicht. Ja, weil bei uns in der Familie Bildung an erster Stelle steht, sehr hoch angesehen mit auch bei Frauen. Empowerment der Frauen innerhalb der Familie war immer schon ein sehr, sehr großes Thema. Ja. Aber ich muss jetzt auch sagen, dass deine Mama, meine Tante, schon so mit Träume verfolgen, da so voll dahinter stand. Mhm. Während meine Mutter unter dem Begriff Träume was ganz anderes definiert hat als ich jetzt zum Beispiel. Mhm. Meine Mutter hatte ganz, ganz klare Vorstellungen, was Träume in einer gesunden Gesellschaft bedeuten. Und zwar nun mal hohe Bildungsgrade, Arzt werden, Politiker werden, Anwalt werden. Und das musste ich auch versuchen, ihr ein bisschen wegzunehmen, beziehungsweise ihr diese Weltansicht ein bisschen anders zu zeigen, von einer anderen Perspektive. Während deine Mama mich so dazu animiert hat, schon als kleines Mädchen auf Tischen zu tanzen. Unsere Mütter waren ja auch ab einem gewissen Zeitpunkt alleinerziehende Mütter. Ja. Und die haben uns auch dadurch richtig gezeigt, dass es auch geht. Nur weil man eine Frau ist, vor allem auch mit dem ausländischen Hintergrund, heißt es nicht, dass man irgendwie der schwächere Teil der Gesellschaft ist. Das war meine Folge mit Germania. Vielen Dank fürs Einschalten. Mich würde jetzt interessieren, ob ihr schon mal im Alltag das Gefühl von Othering erlebt habt
Und wenn ja, wie seid ihr damit umgegangen? Schreibt's in die Kommentare. Für mehr Germania-Folgen folgt doch sehr gerne dem Kanal.